Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Oh, da musst du nochmal drauf drücken. Oder wir gehen einfach oder raus. Oder muss man so unheimlich schnell da rausgehen irgendwie. Egal. Mann, da musst du aber richtig schnell. Mach nochmal neu. Okay, also wir gehen sofort raus. Ja, die Geschwindigkeit hier oder wie? Oder du stellst sie halb dazwischen. Also, Action. Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Wir sind mit dem guten Holger unterwegs. Ja. Wo sind wir denn? Ungefähr. Wir sind hier in der Eifel. In der Eifel, genau. Wir haben sogar Schnee schon gesehen. Es ist Januar 2022. Genau, so ein klein bisschen nur noch, aber ein bisschen Schnee lag noch am Rand. So ist es. Und du warst heute hier und hast mich mitgenommen, damit ich dir mal über die Schulter schauen kann, bei dem, was du tust. Zum einen das und zum anderen auch, weil du natürlich mit deiner fachkundigen Erfahrung gerade beim Beamer-Thema hier auch ein bisschen was machen durftest. Ja, ich durfte auch ein bisschen was machen, weil der Rest ist ja für mich doch ein bisschen böhmische Dörfer. Und da haben wir gedacht, darüber sollten wir mal reden, weil das, was man hier sieht, sieht man nicht alle Tage. Also das, was hier steht, ist schon außergewöhnlich und lässt das Herz eines jeden HiFi-Enthusiasten höher schlagen. Kino gucken kann man hier auch ganz gut, sehr gut. Aber wir sind hier eigentlich in einem Tempel für HiFi-Fans. Genau, so und im Hintergrund ist noch ein schönes Handy, das war diesmal nicht meins, ich muss nicht 5 Euro in die Kasse tun, du auch nicht. Oh, ich habe glaube ich noch den Ton an, wir machen mal schnell aus, sonst so muss ich, bin ich hier der Depp heute. Nee, alles ist gut. aus, okay. Perfekt, wir haben also in diesem Raum, und das muss man jetzt mal direkt festhalten, das ist kein klassisches Wohnzimmer, ne? Nein, also wir sind hier im dritten Stock eines Einfamilienhauses. Also das heißt, hier sind ein bisschen mehr als 120 Quadratmeter. Das Ganze ist ein Neubau gewesen vor 4-5 Jahren ungefähr. Und der Hausherr wollte hier oben mit Blick über die Eifel schon immer ein Musikzimmer haben. Und das wurde jetzt hier in den letzten 2-3 Jahren verwirklicht. Und ja, was man hier nachher dann sieht, werden wir im Detail noch mal ganz kurz besprechen. Aber wir waren daran insofern beteiligt, dass wir hier uns um das Thema Bild gekümmert haben. Leinwand, Beamer, die Trinov für Mehrkanal und uns auch um die Raumakustik gekümmert haben. So ist es, weil wir hatten schon mal Bilder gezeigt. Da gab es direkt die Frage, ist das Wohnzimmer, ist das, was auch immer. Und es war noch nicht fertig mit der Akustik, weil die Akustik war dann schon ein Thema, mit dem du dich dann da sehr mit dem Hausherrn beschäftigt hast. Und dann hat man geschaut, wie man das Ganze, ich sag mal, doch wohnraumfreundlich von der Optik her kombinieren konnte. Vorhänge sind auch mittlerweile in der Zwischenzeit dazugekommen. Das hängt aber ein bisschen mehr mit dem Beamer zusammen, weil man wollte schon auch mal nachmittags mal vielleicht das eine oder andere, ich vermute mal Fußballspiel sehen oder auch was sonst noch da so vielleicht auf der großen Leinwand schon laufen könnte. Du hast mich erwähnt mit dem Thema Beamer. Was haben wir beim Beamer gemacht. Hier ist ein NZ9 und der NZ9, der hat jetzt das Software-Update bekommen, welches dann mit dem sogenannten Theater-Optimizer dann ausgestattet ist oder ihn ausstattet. Und da muss man ja doch alle Menüpunkte komplett nochmal neu einstellen, weil er macht wirklich ein Werksreset. Also für alle die, die noch nicht die neueste Software auf ihrem N5 drauf haben oder N7 oder NZ9, ist das natürlich empfehlenswert. Neueste Software heißt 3.5.0 bzw. 3.5.2. Die sollte drauf sein. Allerdings sind dann alle Einstellungen weg. Bei uns wird das Gerät ja kalibriert, gibt es alle Einstellungen nochmal als Foto zugeschickt per E-Mail, sodass ich jetzt anhand der Fotoliste alle Einstellungen wieder neu durchgeführt habe. Es gibt einige Änderungen im Menü, was die Bezeichnung angeht. Deshalb haben wir da extra mal ein Video gemacht für unser Premium-Videoportal, wo dann unser technischer Kunde gerne von uns den Code bekommen kann, um dann dort mal nachzuschauen, was es da sonst noch vielleicht neben diesem Video an weiteren Hilfsvideos gibt. Ja, das eigentlich zu dem Thema. Wenn wir schon das Thema Projektor erwähnen, die Leinwand ist ja nicht ganz zu übersehen, ne? Genau, das ist eine 3,20 Meter breite Stuart-Leinwand im Format 16:9. Ist auch eine Kontrastleinwand, also keine klassische Studio-Tech 100 oder 130. Damit man hier einfach auch bei Tageslicht bzw. bei leicht gedimmtem Licht in diesem nicht restlichtoptimierten Raum halt auch Filme gucken kann. So ist es, genau. Das ist also damit möglich. Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem nicht übersehbaren Technikpark hier. Das ist ja hier auch schon ein bisschen so fast so ein bisschen altarmäßig aufgebaut, weil es ist ja auch wirklich ein Genuss, sich da die einzelnen Details der Geräte anzuschauen. Ich weiß, dass da unter anderem eine Geräteserie bei ist mit einer grünen Farbe, die auch bei dir das Herz deutlich höher schlagen lässt. Hast du heute Morgen deine Tabletten genommen? Ja, also ein Teil davon steht ja auch bei mir zu Hause. Aber das, was wir hier vorne gleich noch grün sehen, was aussieht wie so ein kleiner Hulk, das finde ich schon sehr erwähnenswert und da muss ich noch ein bisschen drauf hinsparen. Gut, fangen wir doch mal mit der Technik an. Das Erste, was mir natürlich auffällt, sind, eigentlich fällt mir alles auf, aber hier die Lautsprecher, das ist ja schon mal was ganz Besonderes, was man nicht alle Tage sehen kann, ne? Genau, das sind Lautsprecher von der Firma Gauder Akustik.
Das ist eine deutsche Firma? Das ist eine deutsche Firma. Die werden in Deutschland gebaut, entwickelt und gebaut. Mhm. Und das ist ein Lautsprecher mit einem Aluminiumkorpus quasi. Das heißt also, die gesamten Bauteile werden in verschiedenen Schichten Aluminium zusammengesteckt. So habe ich das mal gelesen. Ob das wirklich jetzt noch so ist, müsste man den Hersteller fragen. Und der ganze Körper besteht halt aus Aluminium mit entsprechenden Rippen drin. Bei Schichten fällt mir ein, dass wir da mal vor einiger Zeit einen Kunden besucht haben, der hatte das Ganze mit Schiefer gemacht. Da war auch mit Schichten gearbeitet worden, mehr oder weniger. Die Zielsetzung ist, dass wir so gut wie keine Resonanz, Vibration, wie auch absolut verwindungssteifes Material haben. Absolut, genau. So, und hier oben ist jetzt auch ein Diamanthochtöner verbaut und entsprechend hochwertige Chassis. Und dieser Standlautsprecher heißt Dark 200. Da gibt es noch eine Nummer größer, das wäre der Dark 250. Aber das ist quasi der zweitgrößte Lautsprecher, den Gauda herstellt. Gauda ist auch sicherlich ein High-End-Unternehmen, was viele HiFi-Fans kennen werden. Also jetzt nicht so etwas klassisch, was man bei jedem Händler sieht, sondern ist schon wirklich ausgewählt. Sehr selektiv, der Maybach. Genau. Einer der Maybachs unter Lautsprechern, ja, fällt mir so spontan ein. Ja, quasi, genau. Du hast ja auch, das war ja dann dein Teil des Jobs, dass du hier die Elektronik, die dafür sorgt, dass das Signal nachher an den Lautsprecher kommt, nämlich die verschiedenen Signalarten. Das ist eine Trinov, eine Altitude, die hier steht. Mhm. Und die hast du heute dann nochmal fein justiert und fein eingestellt. Gemessen. Genau, weil jetzt ist die Anlage im Prinzip so gut wie fertig. Die Raumakustik hier ist jetzt erstmal so weit, wie man es machen konnte. Und da haben wir die Trinov jetzt natürlich nochmal neu eingemessen. Wobei die Trinov die Altitude nur im Stereo, also im Mehrwegkanal spielt. Das heißt, wenn Kinobetrieb ist oder wenn Musik-Blu-rays angeguckt werden, im reinen Stereobetrieb spielt die Trinov nicht mit. Da gehen wir mal weiter, weil ich sehe jetzt hier ein sehr interessantes Gerät von der Firma T&A. Genau, das ist der... Ist nicht Triumph Adler. Nee, nicht Triumph Adler. Das ist der größte Streamer, den T&A zu bieten hat. Das heißt, hier wird per Rune habt ihr ja auch bei euch zum Vorführen. Ja. Hier wird per Rune gestreamt und der T&A ist im Prinzip dafür da, dieses Streaming-Signal umzuwandeln, sodass man das hinterher dann mit der Vorstufe nutzen kann. Der sieht schon ziemlich mächtig aus, ne? Und auch sehr, sehr schick gemacht mit dem Glas da oben, wo man mal ein bisschen die Elektronik sehen kann. Also das muss man einfach sagen, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, das klingt anders oder besser, aber so die Verarbeitung von diesen hochwertigen Geräten, die Optik, die Haptik, wenn man an dem Drehknopf dreht, das ist halt schon wirklich was Feines. Man könnte auch langsamer, glaube ich, bei der Masse an Technik, die hier ist und auch der Gewichtsklasse, die hier ist, weil so ein Lautsprecher, der wird ja auch schon ein paar Kilogramm wiegen, kann man langsam einen Statiker fragen, was? Auf jeden Fall, weil wenn wir gleich zur Elektronik kommen, so eine Mono-Endstufe wiegt grob 75 Kilo. Das, was ich auch noch gerne hätte, was da vorne steht, wiegt 60 Kilo. Und wenn man das hier in der Masse mal hochrechnet, stehen hier vorne sicherlich, grob geschätzt, 400, 500 Kilo. Dann gehen wir nochmal weiter. Das ist jetzt der nicht zu übersehende Center. Das ist natürlich auch schon optisch schon ein echter Genuss, das gute Stück. Hier, genau, ne? Das ist jetzt auch ein Center von Gauda Akustik, natürlich auch aus Aluminium, auch mit dem gleichen Diamanthochtöner. Da der Schwerpunkt hier nicht auf Film liegt, ist der Center jetzt auch nicht hinter der Leinwand und auch keine akustisch transparente Leinwand, so wie man das aus unseren Kinoprojekten kennt, sondern hier liegt der Schwerpunkt zu 80% wirklich auf Stereomusik. Und deswegen war jetzt kein Wert gelegt, den Center zu verstecken in Ohrhöhe, transparente Leinwand. Das war hier einfach nicht der Fokus. Gut, aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, ist die Anlage schon so aufgebaut worden, dass wir eine Dolby Atmos-Variante haben können. Und das hat auch, wie ich das schon gesehen habe, hier war ja die Queen-Scheibe lag ja da. Ne? Das heißt, das wird auch schon hier schön in Dolby Atmos alles genutzt. Gibt ja auch eine Menge Musik in Dolby Atmos und Musikfilme und was nicht alles. Absolut. Nicht also die Kombination und die Kombination ist ja wirklich gelungen. Dahinter ist jetzt so eine dieser riesen Endstufen. Genau, das dahinter ist eine 1,25 Kilowatt Endstufe, eine Mono-Endstufe, die den Center betreibt. Und das Gleiche haben wir auch links und rechts für die Frontlautsprecher. Das heißt, hier sind im Maximalen halt wirklich durch den Mono 1,25 kW möglich. Dann nenn doch mal den Namen, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Ich habe nur grünes Licht vorhin erwähnt. Ne? Das sieht man und blaue Zappelzeiger, also das ist natürlich Macintosh. Blaue Zappelzeiger. Ja, die Leute, die sich im HiFi ein bisschen mit auseinandersetzen, die kennen die Marke, amerikanische Marke, über 50 Jahre im Markt. Und extrem beliebt. Auf jeden Fall beliebt. Also, da streiten sich die Geister dran. Es gibt Leute, die mögen die Marke gar nicht. Und es sind Leute wie mich, die mögen die Marke ausgesprochen gern. Und ja, der Kunde hat sich halt auch dazu entschlossen, weil die
Gerätschaften ihm von der Optik und vom Klangerhalter auch sehr zugesagt haben. Perfekte Kombination. Genau. Das heißt, also du hast gerade erwähnt, drei Stück sind davon da für die vorderen drei Kanäle. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Gerät, das ist da unten, die nennt sich, der ist der Controller. Genau. Und ein Tube Preamplifier. Genau. Ah, da sind wir jetzt im Stereo-Bereich. Genau, also das ist jetzt die Vorstufe. Mhm. Die habe ich ja bei mir auch im Einsatz, das ist die C11000. Mhm. Und das ist im Prinzip tatsächlich die Einheit, die dann die Signale aufbereitet, um sie zu den Endstufen zu geben. Das untere ist einfach nur, wie du schon gesagt hast, der Controller, der die Signale hin und her schiebt. Und das obere ist dann die eigentliche Vorstufensektion mit 12 Röhren. Die aber dann im Stereobetrieb verwendet wird. Und auch im Mehrkanal, das heißt, die Trinov gibt das Signal der beiden Frontlautsprecher an die Macintosh-Vorstufe und die schleift das Pass-Through einfach durch. Okay. Dadurch hat man aber trotzdem auch den Röhrencharakter, den Klangcharakter, weil ja die Vorstufe trotzdem genutzt wird. Man hat halt nur kein Laut-Leiser, kann die Eingänge nicht umschalten, das ist dann einfach durchgeschliffen. Okay. So, jetzt kommt hier eins der neuesten oder ein Produkt der neuesten Investitionen, die jetzt hier gerade getätigt worden ist, oder eine der neuesten Investitionen. Jetzt habe ich den Satz zusammengekriegt. Stromtank. Ja. Da habe ich aber auch ganz schön geguckt, weil das hatte ich bis dato auch noch nicht gekannt. Ich gebe ja zu, ich habe ja nur rudimentäre HiFi-Kenntnisse. Aber von der Logik her würde ich sagen, passt das, glaube ich, in die heutige Zeit noch besser als früher, weil das ist jetzt dafür ein System, was dafür sorgt, dass wir einen sauberen und überhaupt, dass wir Strom haben. Ne? Das ist ein Stromtank, da kannst du einen Tesla dran aufladen, da kannst du dein Handy dran aufladen, natürlich nicht. Also das ist tatsächlich ein Stromtank, der das Stromsignal aufbereitet und reinigt und auch vor allen Dingen dafür sorgt, dass man einen kontinuierlichen Strom hat. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwelche Stromschwankungen. Das kann man tatsächlich messen. Man hat tagsüber einen schlechteren Strom und auch einen schwankeren Strom zu Hause als nachts, weil dann die Industrie abgeschaltet ist. Das ist also kein Voodoo, das kann jeder Elektriker nachmessen. Und dieser Stromtank hat sehr große Akkus verbaut und diese Akkus laden sich und dann wird der Stromtank vom Stromnetz getrennt, arbeitet völlig autark und befeuert dann die Elektronik hier. Und damit kommt man dann 1,5 Tage aus, ohne dass er quasi die Akkus wieder neu beladen muss. Kontinuierliches Musik hören. Genau. Und den gibt es dann in verschiedenen Ausführungen auch, was die Kapazität angeht. Das ist jetzt schon einer der von den kleineren, oder? Nee, das ist der zweitgrößte. Der ist 2500, der wiegt 60 Kilo. Mhm. Und eine Nummer größer, der ist dann deutlich über 100 Kilo, ist aber auch ungefähr dreimal so hoch. Dann ist da kann ich das halbe Haus und auch dreimal so teuer, weil hier reden wir ja wirklich. Kann ich das halbe Haus mit versorgen dann, ja? Ja, und dein Haus vorher verpfänden. Also hier ist wirklich Kilogrammpreis entsprechend wie bei Gold. Das geht dann schon. Also ein System, was man relativ selten wahrscheinlich sehen wird, jedenfalls vor Kamera, aber was eben hier schon von der Grundidee, das ist, hast du gesagt, ein deutsches Unternehmen. Ne? Genau, Stromtank ist ein deutsches Unternehmen. Das waren früher Mitarbeiter von MBL, von einem ganz alteingesessenen Lautsprecherhersteller. Mhm. Das haben vielleicht die einen oder anderen schon gesehen. Sehen aus wie so Massage- oder Herzpumpen. Mhm. Das sind so Röhren. Und die haben dann irgendwann dieses Unternehmen gegründet und ist jetzt in High-End-Kreisen auch sehr bekannt, wird auch auf Messen immer wieder vorgeführt. Also ist jetzt kein Exot, sondern wirklich auch in der Szene. Also in der Szene super bekannt. Genau. Okay. Ja, interessant. So, wenn ich jetzt einen leichten Blick nach oben nehme, machen wir erstmal zur Seite. Was wir müssen hier erst noch hin. Ja, ja, aber du hast ja, den einen hast du ja schon erklärt. Was ist mit dem anderen? Genau. Das ist doch der jetzt für die rechten Lautsprecher, oder? Genau, das unten ist der 1,25 kW für den Lautsprecher. Ja. Und das ist eine Stereo-Endstufe, die MC462, die beiden seitlichen Lautsprecher betreibt, die wir nachher sehen. Und das Gleiche steht drüben auch nochmal. Und da ist diese Endstufe dann für die beiden hinteren, für die Rear-Lautsprecher. Ich glaube, ich habe noch einen Musiktipp, weil die kannte ich noch gar nicht. Das ist vom Walt Disney Konzerthalle, John Williams Celebration. Das ist tatsächlich nochmal John Williams Opening Gala Konzert. Und das Ganze ist 2014, 2015 hat das stattgefunden und ist in welcher, jetzt muss ich wieder meine Augen sehr, ja, DTS HD 5.1 ist ja schon mal was und Stereo. Und das war schon nicht schlecht, habe ich mir sagen lassen, was hier ist. Also für alle John Williams Fans, es gibt doch noch tatsächlich eine weitere Scheibe von einem seiner Konzerte. Ja, so, jetzt nochmal also Vorhang war klar, Leinwand ist auch klar. Jetzt haben wir da noch in rechts, links oder genau da mitten, dazwischen, was für eine Komponente? Das sind im Prinzip Absorber, auf der anderen Seite auch. Das sind von Atnovion die Flow in dunkler Wänge, so heißt einfach das Ganze. Ja. Dazwischen ist entsprechend berechneter Akustikschaumstoff von einem Unternehmen. Ja. Und der sorgt einfach zum einen dafür, dass wir ein bisschen Nachhall rausnehmen können aus dem Raum,
weil der Raum vorher sehr hallig war. Und er beseitigt auch Spear-Effekte, das heißt Beugeeffekte des Schalls um den Lautsprecher wird reflektiert. Das wird hier auch dadurch dann vermieden oder reduziert. Weil ich wollte sagen, man merkt eigentlich, ich denke mal, man wird das auch bedingt mitbekommen über unsere Mikrofone, weil wir haben eigentlich keinen echten Hall hier. Ne? Wenig also so, auf jeden Fall. Also ganz, ganz wenig. Genau. Ne? Also wir haben vorhin mit der Trinhof ja nochmal eingemessen und da hatten wir einen Nachhall von ungefähr 400 Millisekunden. Ja. Und das ist aber für einen Raum in dieser Größe, wir reden ja hier mit allem drum und dran, über 80, 90 Quadratmeter schon sehr gut. Ja. So, einen Teppichboden haben wir hier, dann haben wir hier die Couch. Das Ganze ist so, schätze ich mal, so um die 3,5-4 Meter entfernt. Genau, richtig. Und dann sind wir bei der Leinwand. Beamer hängt über uns dahinter. Komm, dann lass uns mal hier an der Seite entlang gehen. Weil der Lothar kann ja so rumgehen. Genau. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen die Dimension. Und hier sehen wir jetzt einen der weiteren seitlichen Lautsprecher, Surround-Lautsprecher. Das Nummer ist 4 und 5 wäre das dann, ne? Richtig, das ist der Surround links. Und das ist ein Dark 100 von Gauda. Also auch aus dieser gleichen Serie, aber halt eine Nummer kleiner. Hier vorne sehen wir jetzt auch Absorber, das sind diese Hara-Module von Atnovion, die haben wir auf der anderen Seite auch nochmal, einfach auch, um hier den Nachhall nochmal rauszunehmen. Ja, Kombination von Funktionalität und Optik, ne? Kann genau, man ganz da klar hat der Kunde auch sehr viel Wert drauf gelegt. Schickes Ding. Deswegen auch keine schwarze Höhle. Ja. Ich wollte vorhin eigentlich Richtung Decke gucken, das können wir jetzt besser vielleicht noch machen, weil es noch besser erkennbar ist. Da oben sind jetzt tatsächlich auch nochmal Deckenlautsprecher. Wie gesagt, Stereo war hier so der erste Start, was das Hören angeht und dann ging es direkt in Surround und in Dolby Atmos 3D Sound auch. Und somit wurden hier 4 Deckenlautsprecher eingebaut, die gibt es aber nicht von dem Hersteller, weil so weit ist er noch nicht oder hat er noch nicht getan, aber wer hat jetzt hier B&W hat man installiert. Richtig, genau. B&W war hier im Hause auch schon immer favorisiert, sollte ursprünglich auch mal in den Stereobereich, bis dann aber die Marke Gauda sich durchgesetzt hat, aber die Deckenlautsprecher im Hörvergleich und auch in der Haptik, im Material und so weiter. Und genau, in der Decke sind jetzt Bowers & Wilkins Einbaulautsprecher, die dann für Atmos sorgen. So ist es. So, komm, gehen wir noch einen weiter. Da haben wir noch einen Subwoofer. Zwei, einer hier, einer auf der anderen Seite. Die spielen im Mehrkanal mit. Was ja dann auch mal ein Beispiel wäre für eine Installation, wo Subwoofer nicht immer total vorne wären, sondern eben in der Mitte des Raumes, kann man ja fast sagen. Ich würde sagen, ist schon ziemlich mittig hier. Ne? Hat sich das im Vorfeld so gezeigt bei der Berechnung von dem Aufstellort oder habt ihr das einfach probiert oder wie war das? Oder war das einfach eine Prinzip, funktionelle Geschichte? Genau, das war auch ein Wunsch vom Kunden, dass die jetzt nicht vorne noch stehen. Man sieht ja in der Front, dass man quasi keinen Platz mehr hat. Ja. Und hier haben die jetzt gut funktioniert. Die Trinhof hat die gut eingemessen, hat die Raummoden beseitigt. Also das funktioniert so. Sehr ist natürlich nicht mit unseren Single Bass und Double Bass Arrays vergleichbar, aber das war hier A nicht möglich und B auch gar nicht das Ziel. Ja, aber wir wollen ja auch sagen, dass wir da vorne noch eine schöne große Glasscheibe mit einer wunderschönen Aussicht in die Eifel, wie du vorhin das schon gesagt hast. Da müssen wir nur gucken, dass der Lothar gleich nicht runterfällt. Nein, kein Problem. So, dann hast du hier noch die Nummer 6 und 7. Richtig, das sind dann die Back Surround Lautsprecher. Und wie man sieht, war da bei der Planung des Hauses auch von vornherein mit Kabelkanälen gearbeitet worden. Ne? Genau, da haben wir im Vorfeld schon mit geplant, wo die ungefähr stehen. Ja. Und man sieht ja, mit dem Kabel hat man halben Meter Radius, wo man den Lautsprecher verschieben könnte. Und das ist jetzt dann die Position 6 und 7 geworden. Das heißt, wenn der Lothar mal weiter in die Richtung geht, gehen wir mal hier rum. Wir haben hier noch eine schöne Sitzecke. Ich könnte also auch jederzeit mal die ganzen Sitze hier in die Richtung bewegen, wenn ich Freunde und Bekannte noch hier habe. Genau. Dann bin ich hier noch schön in dem Bereich drin, wo meine Lautsprecher stehen. Genau, wobei natürlich, das wissen wir ja alle, es nur einen Referenzplatz gibt. Ja, aber klar. Wenn jetzt mal Leute zum Fußball gucken kommen oder hier ein kleiner Männerabend, eine Flasche Rotwein, ein bisschen Musik dazu läuft, ist das hier natürlich ein perfektes Zimmer. Das ist es in der Tat. Also wir konnten schon ein bisschen was hören und auch was sehen. Das war schon ziemlich beeindruckend, hat uns sehr gefallen. Sag mal, vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeiten hatten, das Ganze hier auch nochmal zu überprüfen und zu optimieren. Somit wird das jetzt, weil die Trinhof jetzt nochmal den letzten Feinschliff mit der neuen Umgebung bekommen hat. Das ist richtig, ja der Punkt, mit der Raumakustik. Mit der Raumakustik. Mhm. Und da dürfte doch das eine oder andere neue Hörerlebnis sein. Und beim Sehen denke ich auch, dadurch, dass das Software-Update jetzt auf dem NZ9 drauf ist, haben wir jetzt nochmal eine deutlich verbesserte 4K-HDR-Bildwiedergabe. Das war's. War jetzt nichts kurz und knapp, ne? Nee, war ein bisschen länger, aber ich denke, das ist auch mal schön, dass unsere Zuschauer einen Einblick in diese Welt bekommen und nicht immer nur in diese schwarzen Löcher im Keller. Ja. Und ja, wir werden jetzt hier gleich noch hinsetzen, dass du auch mal in den Genuss kommst, das nochmal kurz zu hören, Stereo und Mehrkanal. Ja, gerne. Vielleicht bringen wir dich ja doch nochmal dazu, dass du dich auch mit dem Thema Stereo ein bisschen besser befestigst. Ja, dafür habe ich ja meine Jungs, die können das ja. Ich kenne ja nur mehrkanalig.
Nein, alles gut. Und okay. Dann fahren wir gleich weiter. Genau. So machen wir das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde uns freuen, wenn ihr euch unseren Kanal abonniert und den Finger nach oben gibt. Das wäre auch eine tolle Geschichte. Und ansonsten kann ich immer nur wieder sagen, wir sehen uns hoffentlich 2022 mal in unseren Studios. Wäre schön, da haben wir vieles zu zeigen und zu präsentieren. Macht viel Spaß und es ist schön, wieder viele Gesichter zu sehen. Bis dann. Macht's gut. We'll be right back.